Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Und wir sind hier jetzt, ja, im Prinzip genau neben der Stelle, wo die nächste Mission weitergeht. Und würde ich sagen, machen wir da doch mal weiter. Und wahrscheinlich dürfte das Ganze auf der anderen Seite weitergehen, wollte ich sagen. Weil ich mich ja so leicht verlaufe. Und zwar genau hier. So. Das wollte ich sagen. Volpe, wie geht's in Roma? Sehr gut, Ezio. Die französischen und päpstlichen Truppen sind in Aufruhr. Dann ist es fast soweit. Ruft die Assassinen zusammen und holt Claudia. Sogleich? Ja. La Ashaya Vakin Mudlak, Belkulun Mumkin. Die Weisheit unseres Credos steckt in diesen Worten. Wir arbeiten im Dunkeln, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Claudia, wir widmen unser Leben dem Schutz von Freiheit und Menschlichkeit. Mario, unser Vater und unsere Brüder standen einst an diesem Feuer, um das Dunkel zu besiegen. Jetzt gebe ich dir die Wahl. Trete bei. Ihr und ich. Wir waren uns in vielen Dingen nicht einig. Niccolò! Aber ihr seid genau das, was der Orden brauchte. Ihr habt den Angriff auf die Templer geführt und die Bruderschaft neu aufgestellt. Nun muss Ezio den Platz einnehmen, der ihm zusteht. Als Anführer der Assassinen. Ezio, Auditore da Firenze. Von heute an seid ihr Il Mentore, der Hüter des Ordens und seiner Geheimnisse. Wo andere blindlings der Wahrheit folgen, bedenkend, nicht ist wahr. Wo andere begrenzt sind von Moral oder Gesetz, bedenkend, alles ist erlaubt. Warum dieser schnelle Sinneswandel? Ich war stets auf eurer Seite. Ich war es, der euch nach Roma brachte und der die Explosion verursachte, als ihr aus der Burg floht. Die Mercenari, die euch im Kolosseum beschützten, waren auch meine. Nur, dass ihr es nicht wusstet. Maestro Machiavelli! Cesare kehrt allein nach Roma zurück! Und er reitet zur Engelsburg! Grazie. Nun? Es ist eure Entscheidung, nicht meine. Niccolo, hört bloß nicht auf zu sagen, was ihr denkt. Warum sonst sollte ich nach der Meinung meines besten Beraters fragen? Dann tötet sie, Mentore. Vollendet euer Werk. Ein guter Rat. Eines Tages schreibe ich ein Buch über euch. Tut ihr das? Fasst euch kurz. Sehr schön. Dann ist... Die Schwester ist also auch den Assassinen ganz offiziell beigetreten und Sequenz 7 beendet. Werden wir es dann mal aus dem Animus geworfen? Wurden wir, glaube ich, noch gar nicht. Ich meine mich zu erinnern, dass es ein paar Mal passiert ist, so 2-3 Mal, dass man aus dem Animus geworfen wird. Bin ja mal gespannt. Aber scheinbar nicht, sonst hätten wir hier Desmond als Laden, oder? Ja. Wahnsinn, ey. Na gut, dann halt Sequenz 8, die Borgia. So. Die Borgia. Ja, ich gehe erstmal zur Bank runter, würde ich sagen, ne?
Kuckuck. Wow. Mein Pferd hat voll Randale gemacht. Hat richtig das Blut gespritzt, ey. Ich wollte sie eigentlich gar nicht holen. Das war ein Versehen. Na gut. Dann schauen wir mal Richtung Borgia. Meine Leute sind weg. Sind die immer noch auf Mission oder wie? Scheint fast so, ne? Na gut, na gut. Hi. Ihr lasst mich doch sicher in Ruhe, ihr Wochen, oder? Ja, macht ihr. Sehr schön. Ich weiß jetzt halt nicht, inwieweit das entfernt ist. Kennt man ja. Einfach mal drauf loslaufen. Aber, hey. Ja, warte mal, hier ist ein Schatz. Hier irgendwo ist ein Schatz. Darum. Weil ich den Schatz will. Ein Saphir, sehr schön. Ein Saphir. Hat ein Saphir nicht alle Widerstandsarten erhöht, wenn man ihn in einen Helm gezockelt hat? Ach, egal, ich rede Schwachsinn. wo ist eigentlich hier mein Face? Das soll hier irgendwo sein. Aber irgendwie finde ich es nicht. Das ist hier irgendwo. Ach, da. Das wollen wir ja schön hier weghängen. Wir wollen hier keine Propaganda. Das mögen wir hier nicht. Deswegen gehen wir Richtung nächster Schatz. Ach Gottchen. Wer braucht schon das One Piece? Wenn man auch in Assassin's Creed Schätze finden kann. Kardinalspurpur. Ach Gottchen. Das haben wir jetzt wahrscheinlich voll gehört. Darf ich dann voll rausschneiden? Minute 7? Okay. Muss ich mir mal merken. Ach, das ist echt blöd, dass man hier immer alles hört. Ja, ich will es renovieren. Ich will das Zeug, ich will die Aufnahme halt eigentlich jetzt noch zusammen mit denen, die ich gestern gemacht habe, dann noch verarbeiten. Dass das schön rendern kann. Damit die Parts auch rechtzeitig kommen. Aber ja, ich hatte früher einfach sowohl keine Zeit als auch keine Lust hier aufzunehmen. Deswegen, ne? Das ist ja auch das Schöne an der Art und Weise, wie ich meine Videos hier aufnehme. Ich nehme ja immer so zwei Parts pro Projekt auf. Und bei meinem 3-Tages-Rhythmus reicht es ja quasi für 6 Tage. Und dann hat man halt immer, kann man sich im Zweifelsfall auch mehr sagen, nö, ich will jetzt gerade nicht aufnehmen. Nimmt dann halt wann anders auf. Und das ist dann eigentlich schon recht angenehm, wenn man sich nicht irgendwie dazu zwingen muss. Und so werden halt auch einfach die Videos am besten. Klar, ich bin jetzt jemand, der ist relativ ruhig, der ist wahrscheinlich den meisten zu ruhig und ich bin wahrscheinlich auch vielen zu on-topic, kann ich auch verstehen. Aber ganz ehrlich, ich würde so oder so zocken. Und wenn es dem einen oder anderen taugt, was ich hier in Videos mache, dann warum nicht? Typi? Was ist, wenn ich dich ramme? Wow. Okay, der hat einen ganz schön krasse Moves drauf, aber hier wollte ich ja sowieso hin. Nämlich noch den Dingens hier reparieren. Den, was heißt reparieren? Den Reparateur reparieren quasi. Den Schmied halt. Ihr wisst schon. Ich schaue jetzt mal nicht, ob der neue Rüstungen oder so hat, weil ich bin mit meiner Rüstung derzeit eigentlich ganz zufrieden und würde mir das lieber für eine Sehenswürdigkeit aufheben, das viele Geld, das ich gerade habe. Das macht, denke ich, dann ein bisschen mehr Sinn. Deswegen nicht wundern. Klar, ich hätte schauen können, ob es da was gibt, aber ich denk mir derzeit, dass es einfach sinnvoller ist, wenn ich es gerade mal bleiben lasse.
Und da haben wir ein Level-Up für einen Assassinen von uns. Das ist doch auch sehr schön. Das ist doch auch sehr schön. Ja, aber mal ganz ehrlich, wie weit soll denn das hier noch weg sein? Hui. Ich bin nicht übergeschnappt, ich doch nicht. Ach, das ist da drüben irgendwo. Ach so. Zack, zack. Dann gehen wir halt mal darüber. Sperrgebiet. Das beginnt ernsthaft im Sperrgebiet, okay. Warum nicht? Kann man ja mal machen. Na gut, dann schauen wir da halt mal rein, ne? Was soll's? Kriegt man schon hin. So, Requiem. Das Umfeld der, in das Umfeld eindringen und den Papst in den päpstlichen Gemächern konfrontieren. Ja, das fangen wir jetzt noch an. Kriegt der Part eventuell Übellänge, aber. Hey. Ach, das ist ja auch immer noch Rodrigo, stimmt ja. Machen wir es halt so. Ja, wahrscheinlich können wir hier auch irgendwie das Ganze ein bisschen sneaky hinbekommen. So richtig Assassin-like, aber für sneaky Assassin-like bin ich zu doof. Bin ich ganz ehrlich. Hä? Was soll ich denn jetzt? Ach, ich soll da rauf. Okay. Okay, das kriegt man bestimmt irgendwie hin. Und zwar so. Kann ich den hier sneaky, kann ich den hier sneaky runter? Ja, nein? Nein. Dann machen wir es halt so sneaky. Zack. Ja, kipp schon um. Danke. Oh. Ich dachte, da ist mehr drin. Oh, okay, der wird wahrscheinlich gleich rüberkommen. Nö, doch nicht. Den hätten wir auch. Ah, volles Synchron nicht entdeckt werden. Das ist aber witzig, dass es jetzt schief geht, weil vorher hatten wir genauso eine Szene. Dass er kurz aufgeschrien hat und dann hat wurde er erledigt. Keine Ahnung. Aber die volle Synchro auf die Scheiße ja sowieso. Ganz ehrlich, das ist. Klar, zu 100% wird das dazugehören, aber. Ich spiele ja keine 100%. So, so, da kommt er angerast. Seine Heiligkeit wartet oben in der Burg in seinen Gemächern. Geh mir aus dem Weg! Alles klar. Die Geheimtür finden. Geheim. Na, dort könnte er. Er ist ja nur gerade reingesprungen, ne? Ist ja. Na. Mal kurz auf die Karte klotzen. Okay, ist an dem Ding dran. Dann nehme ich an, dass es von hier aus eine recht gute Idee sein könnte. Vielleicht aber auch nicht. Ich bin nicht da. Jetzt nur mal schnell. Ja, die Mission war erfolgreich, das ist schön. Ah, okay. Komme ich da von unten zu der Geheimtür? Sehe ich das richtig? Oh, der ist runtergefallen.
fast so aus, als würde ich da von unten hinkommen. Ich soll erstmal der Typ hier rüberkommen und dann überlebt er eine nette Überraschung. Nette Überraschung. Sozusagen, ne? Okay, er kommt nicht ganz rüber oder dreht er gleich um? Er dreht um. Hab ihn. Okay, da drüben sind ein paar mehr. Alles klar. Und die kommt da von unten hin. Vielleicht aber auch von hier drüben. Wenn ich Glück habe, kann ich da ein bisschen tricksen. Komm schon, sag mir, dass ich tricksen kann. Ja, das geht ja noch weiter von unten. Krass. Ja, das ist von unten, theoretisch. Wieso? Hier ist niemand. Typi. Du hast dich voll verguckt. Hä, wo hat er den Schlüssel her? Habe ich irgendwas verpasst? Einen Weg in den oberen Speisesaal finden. Gut, aber ich würde sagen, das können wir ganz gut für den Cut nutzen. Und dann machen wir beim nächsten Mal hier weiter. Für diesen Part soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich natürlich sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.